So, das wäre also das Waldrecht. Dann nächstes Kapitel, das richtet sich auch so ein bisschen nach dem Zeug, was ich so im Laufe meiner YouTube-Zeit jetzt hier bisher auch von euch gefragt worden bin und wo ich sehe, aha, das interessiert viele Leute, wäre dann Gefahren im Wald. Und da habe ich dann so ziemlich, habe ich vor, ist noch nicht alles fertig, so ziemlich alles aufzuzählen, was irgendwie gefährlich sein könnte. Also selbstverständlich zum Beispiel das Wildschwein, aber auch so ganz allgemeine Sachen wie irgendwo runterfallen, stolpern, in die Brennnessel geflogen, in die Brombeeren gefallen und so weiter und so fort. Dazu so ein paar allgemeine Tipps, weil zur Fortbewegung im Wald, da kenne ich mich dann sicherlich auch wieder ganz gut aus. Das ist ja jetzt kein Planeraufhängen, kein Waldhandwerkliches. Ich bin ja ein scheiß Handwerker, aber mich im Walde fortbewegen, das kann ich dann wieder auch. Und da sind dann auch so ein paar praktische Tipps dabei. Ich habe das auch in die Kapitel immer mehr oder weniger so gegliedert. Das erst nur ein bisschen Hintergrundwissen, noch mehr Hintergrundwissen und am Schluss dann nochmal eine kleine Checkliste mit das Wesentliche in Kürze, also wirklich so praktische Anwendungshinweise, also auch beim Waldrecht, auch ein bisschen Hintergründe, wieso ist die Gesetzeslage so, wie sie ist, und am Schluss ist halt wirklich nochmal so eine Checkliste, du darfst Folgendes oder folgendes Vorgehen für Feuer machen und irgendwie, ja, es ist, ich will noch nicht zu viel verraten auch. Da kommt dann zum Beispiel auch noch ein Musterbrief rein, mit dem man eine Feuermachtgenehmigung beantragen kann. Also nur als Beispiel, aber da hätte ich schon eine ganz gute ausformulierte Variante, die man dann ein bisschen umschreiben kann natürlich auf die jeweiligen örtlichen Gegebenheiten, aber das ist dann auf jeden Fall. Wird dann auch noch in irgendeiner Form noch zusätzliches Online-Material geben, dass man halt eben sowas wie eben so einen vorbereiteten Brief zum Beantragen einer Feuergenehmigung sich dann runterladen muss und nicht das Buch kopieren oder abschreiben oder so ein Schrott. Dazu leben wir ja heutzutage in einer doch zu technologisierten Welt, aber so Online-Krempel, da kenne ich mich auch noch nicht aus, das ist alles noch Zukunftsmusik, es wird insgesamt auch noch sehr lange dauern. Ja, aber dann war ich bei den Gefahren im Wald eben also sämtliches Zeug von Abhang bis Zecke. Ha! Cool. Das muss ich, glaube ich, so. Das ist eine Überschrift. Das ist eine Überschrift. Ja! Hey, ich habe eine neue Überschrift. Mit Überschriften tue ich mich übrigens schwer. So, wenn das durchgekaut ist, gehen wir dann nochmal ein bisschen auf Orientierung ein. Es gibt da nämlich noch so ein paar allgemeine Dinge, die man mal völlig unabhängig davon, ob man mit Karte und Kompass oder GPS umgehen kann, noch zusätzlich an Waldorientierung beachten kann, die man auch vom Förster lernt, wenn man bei dem ein Praktikum macht. Da habe ich jetzt das meiste her, was ich an zusätzlichen Waldorientierungshilfen und so weiter zur Verfügung habe. Allgemein, das habe ich glaube ich schon mal irgendwo angemerkt, der Gebrauch eines Kompasses ohne Karte, was man dann da so alles mit dem Ding anstellen kann, ist auch was, was gar nicht so häufig erwähnt wird. Wenn es zum Kompass kommt, dann lernt man, wie man peilt, wie man eine Karte einordnet und so weiter und so fort. Aber wenn man überhaupt keine Karte hat, sondern einfach nur einen kleinen Kompass, zum Beispiel am Hut, der jetzt auch wieder dran ist, ich habe mein Hutband ja kurzzeitig mal demontieren müssen, ja. Also so Dinge, so ein bisschen Allgemeines zur Orientierung im Walde. Dazu gehört halt auch nochmal zu wissen, wie eine Forststraße verläuft, was es da irgendwie für Unterschiede zwischen den einzelnen Straßen gibt und so weiter und so fort. So, und dann muss ich sagen, bin ich mir noch unschlüssig, inwiefern ich jetzt die weiteren Kapitel dann noch gliedere. Teilweise sind sie auch noch nicht ganz fertig. Ich werde sicherlich auch nochmal irgendwo einen Teil zu Pflanzen, einen Teil zu Tieren machen und immer so ein gewisses Maß an Anwendungsorientiertheit. Also sprich, bei den Viechern, wo finde ich die, wo kann ich die beobachten als erweiterter Waldbesucher? Weil ich will ja nicht nur wissen, welche Tiere gibt's, sondern wie komme ich an die dran? Und gleichzeitig ist mir natürlich auch in allen Kapiteln wichtig, der Naturschutzaspekt, dass auch immer geklärt ist, wie man jetzt die Viecher beobachtet, ohne sie zu stören, nach Möglichkeit. Ja, solche Dinge. Ich möchte halt eben von der Gliederung her, ich habe es ja am Eingang schon gesagt, das ist ja auch nur ganz spontan, was ich euch jetzt erzähle, es so haben, dass es halt immer detaillierter wird. Also man geht als erstes in den Wald rein, muss man erstmal kapieren, wie funktioniert so ein Forst, dann, was darf ich hier überhaupt, wie sind jetzt die rechtlichen Hintergründe, dann, auf was muss ich denn achten, damit ich überhaupt lebend wieder rauskomme, die Orientierung eben, ich will jetzt hier weiter rumlaufen, wie finde ich mich jetzt hier zurecht,
Und dann geht es halt langsam zum Verlassen des Weges. Was muss man dann beim Verlassen des Weges beachten und so weiter und so fort? Was finde ich denn so am Wegesrand? Was kann ich denn tagsüber, erstmal tagsüber, so tun im Wald? Was gibt es da zu entdecken? Und dann kommt halt irgendwann das Thema, die erste Übernachtung im Wald, wenn man halt auch über Nacht bleiben möchte, mit Lagerplatzauswahl, dazu kann ich auch noch ein bisschen was erzählen, aber weniger Lagerplatzbau eben, das können andere besser, solche technischen Dinge. Bei mir geht es dann eher um die Wahl des Lagerplatzes gehen und auch waldklimatologische Dinge, eben was für ein, ja, wie das Wetter im Wald funktioniert, vorsichtig ausgedrückt. Es ist gar nicht so einfach, das so spontan zu erklären, worum es da alles gehen soll. Und bis zu der Orientierungssache ist es bisher einigermaßen geschrieben. Ist natürlich noch lang nicht fertig, aber das ist soweit, ja. Und ich fürchte aufgrund dessen, dass das jetzt schon einige Seiten geworden sind und da ja auch noch Bilder dazu sollen, wird das auf keinen Fall mehr ein Taschenbuch. Sondern schon was relativ Großes. Das wird dann wahrscheinlich auch ein gewisses Stängelchen Geld kosten, einfach aufgrund der Herstellungskosten. Nicht, weil ich da jetzt irgendwie reich mit werden möchte und da jetzt 20 Euro Gewinnspanne drauf haben möchte. Überhaupt nicht. Aber ja, ist nicht halt dann eben nur mal zwangsläufig so. Wie ich das dann publiziere, ob ich da einen Verlag zufinde, das wage ich zu bezweifeln. Ob ich das im Eigenverlag mache, das wird schwierig bei so dicken Wälzern. Vielleicht Print on Demand. Oder erstmal nur als E-Book. Das ist alles noch so ein bisschen in der Schwebe. Also E-Book wird es auf jeden Fall geben. Da bin ich mir schon mal sicher soweit. Aber mit allem anderen. Und ich will auch irgendwie eine Papierform haben. Auf jeden Fall. Absolut. Ein Buch muss ein Buch sein, das man sich ins Regal stellen kann. Also da führt kein Weg dran vorbei. Ja, also das sind so die grundsätzlichen Gedanken bei dem Ganzen. So, und ich glaube, jetzt ist mein zweiter Gang auch fertig. Und dann gucken wir mal, wie das so schmeckt. Und dann soll es das für heute in diesem Video auch wieder gewesen sein. Ich bin jetzt halt mal so ein bisschen munteres Ben hat Hunger und erzählt nebenher was. Bla bla. So, ich mach mal hier den Kocher aus. Und wir machen die Kamera wieder auf den Teller. So. Blubber. So wie eben beim Burger mit der guten Zange. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das so richtig heiß ist. Ich hätte jetzt mehr Wasser gebraucht. Das hat jetzt auf relativ wenig Wasser gekocht, aber andererseits ist ja überall Wasserdampf dann auch drumherum. Ich glaube, das sollte schon ganz gut heiß sein. Kochen im Keller ist auch endlich mal eine sinnvolle Verwendungsmöglichkeit für meinen ollen kleinen Gaskocher da. Das ist ja nun wirklich, das ist ein ganz billiger Campinggas. Also der Brenner ist von Primus, aber das ist wirklich überhaupt nichts Besonderes. Und für Touren ist mir der, ja, zu lasch. Wenn ich wirklich einen Gasbrenner bräuchte, dann reicht mir der nicht. Da bräuchte ich dann noch einen hochwertigeren mitnehmen wollen. Heiß! Nicht so einfach. Nicht so einfach. Handschuhe! Falscher Handschuh. Linker Handschuh. Nein, ist der rechte. Verdammt. Nee. Ach ja. Habt ihr eigentlich gemerkt, dass ich total stimmungsvolle Licht extra für euch angemacht habe? Also für die Zuschauerinnen, die 4%. Das ist jetzt nicht für die Männer gedacht, ne? Um das gleich mal klarzustellen. Oh. Ja. Da ist ja so eine Art, das könnte man fast als Söschen bezeichnen. Aha. So, das mache ich jetzt natürlich nicht. Auf dem Klappedeckel hier. Ich habe mir extra einen Teller organisiert. Ich esse heute sehr stilvoll, sogar mit Teller. Das bin ich jetzt. Das dampft. Seht ihr?
Cool. Also diesmal ist es auch richtig heiß. Das ist gut, dass ich so lange gelabert habe. Boah, ey. Da bin ich aber pappsatt, wenn ich das gegessen habe. Scheiße, guckt euch mal diese Portion an. Das ist ja richtig viel. Die Dose ist immer noch nicht leer. Oh, 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 oh. Da muss ich mal morgen wieder viel arbeiten. Wer viel isst, muss auch viel arbeiten. Mein Chef wird sich freuen. So. Ja, also zoomen wir mal ran. Ne, so rum. Ich muss sagen, das sieht aus wie Bratkartoffeln mit Rührei. Und das schmeckt... wie Bratkartoffeln mit Rührei. Also echt fast schon wie selber gemacht. Beziehungsweise sogar besser wie selber gemacht. Kommt ja im Wesentlichen darauf an, wer es selber gemacht hat. Wobei Bratkartoffeln kriege ich gut hin. Das kann ich. Und Eier kann ich auch. Das sind so typisches Studentengericht auch. War da so das Hauptgericht, das mein Vater zu seinem Studium, da hat er in einem Gartenhäusle gewohnt, in so einem Schrebergartenhäusle. Damals waren die Mietpreise offensichtlich auch schon nicht so billig. Und das hat er, ja, das war eins der beiden Gerichte, die er kochen konnte. Seit Lebens. Diverse Eiervariationen, also Spiegelei oder Rührei. Und Würstchen. Würstchen. Mhm. Ja, und eine Dose heiß machen. Also sogar den Inhalt der Dose in den Topf, nicht nur die Dose geschlossen in den Topf. War er also schon weiter als ich. Mhm. Also das ist auch ganz lecker. Hervorragend. Ich habe auch nicht das Bedürfnis nachzuwürzen. Normalerweise bin ich ein Mensch, der viel Salz und ähnliches Zeug braucht. Mhm. Hier jetzt nicht. Schmeckt wunderbar, nicht das Geringste auszusetzen. Und die Dose war, glaube ich, auch relativ günstig, hat nur 3 Euro gekostet, ungefähr. Das ist eine richtig große Portion. Ich bin begeistert. Also, eindeutig Daumen hoch. Ich habe ja jetzt hier noch Currywurst und Gyros. Das esse ich halt mal irgendwann dann wahrscheinlich ohne euch. Wobei die Currywurst, na, vielleicht im Wald. Könnte man sich mal über dem Feuer heiß machen. Werden Versuch wert, die Dose aufzumachen und in die Glut zu stellen. Und inwiefern das dann heiß wird, ob das gut funktioniert, das könnte ich eigentlich mal versuchen. Lecker und auch wirklich gut heiß. Natürlich sind die Bratkartoffeln jetzt nicht knusprig. Das geht halt technisch gesehen einfach nicht, wenn es aus der Dose kommt. Und einfach im Wasserbad heiß gemacht wurde. Bin begeistert. Ich esse auf und dann erzähle ich noch 5 Worte. 50. Dann machen wir Schluss. Also, habe jetzt immer noch nicht fertig gegessen. Ich muss jetzt halt in Gottes Namen beim Essen noch ein bisschen quatschen, weil ich will noch 2-3 Sachen loswerden. Mir geht einfach die Zeit aus, wenn ich jetzt in Ruhe aufesse und dann noch weiter filme. Und ich will das ja heute Abend noch schneiden. Und wenn es irgendwie geht, noch hochladen. Und deswegen... ich wollte euch gerade noch schnell sagen, also das andere Ding, dieser zweite Teil von der... wie habe ich es genannt? Hilfe im Wald. Reihe. Das ist jetzt nichts außergewöhnlich Atemberaubendes. Also da habe ich schon interessanteres Zeug gefilmt, gedreht, erzählt. Erzählt ist das richtige Wort. Aber das mache ich dann morgen, hoffe ich. Übermorgen nicht. Da bin ich beschäftigt. Jedenfalls am Samstag gehe ich dann auch wieder in den Wald zum Film. Und 2 Projekte stehen an, die ich unbedingt noch umsetzen möchte. Das wäre einmal, ich habe es nicht vergessen, da hat mich nämlich jemand angeschrieben, weiß deinen Namen gerade nicht, was denn von der Südlink-Stromtrasse zu halten ist. Im Sinne von dessen, davon, dass das ja einen Eingriff in die Natur darstellt. Ja, also diese riesige Stromtrasse, gefühlt mehr oder weniger riesig,
muss ja irgendwo durchbelegt werden. Und jetzt speziell mein Fachgebiet für den Wald. Was bedeutet das für den Wald, wenn man da so eine Schneise reinschlägt und da so eine Trasse durchlegt? Und interessant ist halt eben auch die Frage, macht man das lieber als Hochleitung? Also dieses, kennt ja, hat ja jeder schon mal gesehen, ich kenne mich ja auch nicht aus mit diesem Elektrokrempel. Aber, oh je, das klingt schon wieder abwertend. Alles, was nicht mein Fachbereich ist, ist scheiße. Nee. Also entweder eben dieses Hochding, Hochleitung, heißt das so? Ich habe schon wieder vergessen. Oder eben als Erdkabel, also im Boden. Was ist da weniger schlimm für die Natur und überhaupt, was hat das einfach für Auswirkungen auf ein Ökosystem, wenn du da so eine Schneise reinhaust und da so ein Zeug verbuddelst oder hinstellst? Das wird wahrscheinlich ein vergleichsweise kurzes Video. Das möchte ich unbedingt noch machen. Und dann hat mich irgendwer in den Kommentaren gefragt bei meiner Wildseetour, wo ich gemeint habe, dass ich mich mit dem Naturschutz ja nicht immer hundertprozentig verstehe. Und da habe ich lange drüber nachgedacht, nachdem halt jemand wissen wollte, was denn da genau die Eckpunkte sind, an denen ich mich störe. Und das ist eigentlich fast schon, das ist der falsche Opa, Familientradition. Mit den anderen Tüxens da, die zwei, weiß nicht, ob man sie jetzt gut sehen kann, dass wir Tüxens uns gerne mal so ein bisschen mit dem Naturschutz anlegen. Denn der Naturschutz ist mitunter ein großer Feind des Naturschutzes. Und da kann man sich schon ganz gut streiten. Und das habe ich gedacht, das mache ich jetzt auch mal ein Video. Tüxen versus Naturschutz. In guter alter Familientradition. Wollte ich eigentlich schon lange machen. Problem ist, wenn man hofft, einen Job im Naturschutz zu kriegen und über den Naturschutz herzieht, ist das strategisch ein bisschen doof. Deswegen habe ich mir jetzt lange überlegt, wie ich das am blödesten mache. Und ich glaube, jetzt kriege ich es hin. So. Ich hoffe, ihr habt jetzt auch Hunger. Beziehungsweise, wenn ihr zu den paar Verrückten gehört, die den Scheiß, den ich hochlade, tatsächlich noch nachts angucken, da gibt es eine Handvoll. Es sind noch sogar ein paar Hände voll. Ich bin begeistert. Also wirklich, das ist... Manchmal raff ich es noch nicht so ganz. Auch das mit den 6400 Abonnenten, was ich da jetzt habe, das ist schon zu viel. Da kann ich schon nicht mehr mit umgehen. Also ich habe das schon mal irgendwo so aus Gag gesagt, aber läuft wirklich so, dass ich da... Das sind Zahlen, da hatte ich nicht mit gerechnet. Wirklich nicht. Ja, bevor ich jetzt anfange, wieder irgendwas zu erklären, mich jetzt schon über den Naturschutz aufrege, machen wir an der Stelle Schluss. Ich wünsche euch, ja, wenn ihr das seht, definitiv gute Nacht. Im Übrigen ist mein Teller jetzt auch leer. Ja, fast. Ja, nicht zoomen. Bin schon nah genug. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.